wegfahren, bitte! Lass mich nicht allein hier! Ich bin gerade aus dem Boot im Wasser gefahren. Jetzt warte ich einfach, bis er zu mir kommt. Ja, 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 ja! Alter! Jetzt setz dich hin, du! Pappnase, so, Gott sei Dank. Oh, ich sitze, ich sitze, ich sitze. Oh, hey, ich hab mir so eine Sorgen gemacht. Ich hab jetzt einen Knoten in der Arme. Und jetzt nach Hause, bis zur Mütze. Ja. Will einer von euch fahren? Nein! Nee. Ich steh jetzt nicht mehr auf! Weißt du eigentlich, wie ekelhaft dieses scheiße Salzwasser schmeckt? Ja, stimmt. Wir könnten zurücktauchen. Wir müssten mal hier so Guinness Buch der Rekorde machen. Einfach mal um die Insel schwimmen. Darf ich ja nicht mitmachen. Hat ja keiner eine Chance. So wie ich heute geübt habe. Ich werde gerade angerufen. Hallo? Hol uns mal Hilfe. Ja, Scheiße, hol uns ab irgendwo. Wir fahren gerade Richtung Land wieder. Da steht irgendwo da beim... Da irgendwo bei Palermo Bay am Ufer. Ruf Telford an. Er ruft Tel einfach an. Der weiß das. Ja, wir müssen irgendwie, du musst uns auch gleich abholen. Mit Haley. Ja, ich sind dann Dispatch. Gut. So, der Herr Boring holt uns gleich mit Haley ab. Der Kleinen geht's ihm gut. Ich hab den Mund noch voll Wasser. Pui! Ekel! Ah, alles salzig! Bah, wo Deibel! Oh, ist halt ekelhaft! Herr Pfister, wie geht's Ihnen? Da fliegt ein Heli! Habt ihr mal so eine Signaldings mit? Nein. Ich hab ein Geschenk! Ich ruf noch mal den Tell an. Den Tell minus fort. Den Wilhelm Tell. Die ist besetzt. Setz uns, Herr Pfister, wir müssen hier irgendwo runter. Von diesem blöden Boot. Herr Pfister, ziehen Sie am besten jetzt aufs Land. Ja klar, ich sehe Festland. Ich sehe es auch. Angela Merkel. Es
Ich möchte lieber Ivanka Trumps haben. Noch ein Clown. So, Herr Klein, wollen wir ans Festland springen? Oh nein. Ich springe jetzt gar nichts mehr. Wir sind doch schon am Festland. Das ist mir noch zu viel Wasser drumherum. Oh. So, jetzt geht das. Ich brauche jetzt erstmal 2 Minuten Pause. Alter, ich habe Knoten in der Arme. Boah, nee, ey. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ich rufe zu Boring an, der holt einen Heli. Der wollte so einen Heli abholen. Jetzt bist du tun, Küstenwache oder Panzerüberfallkommando. Halt, weiß ich. Tu doch was. Mach was. Oh, Feuer. Erstmal aufwärmen gehen. Boah, erstmal im Trocknen. Ja, genau. Erstmal im Trocknen. Boah. Alter Schwede, ey. Ich werd bekloppt hier. Können wir das Feuer nicht hier reintun? Ich ruf den gleich an, ich muss noch die Nummer finden. Huch, wo ist er denn? Ich werde angerufen. Hallo? Boring, hol ich den Heli ab. Mal eben, Klo. Was hat Telford? Wir werden von Telford gleich abgeholt, hoffentlich. Telford, wir sind hier am Land. Du musst uns abholen. Du bist auf den Heli noch. Ja, wir müssen jetzt erstmal. Wir sind an der Armeespitze und da, wo man da reinspringen kann. Und der Boring. Na, Sie wissen doch da, wo die Militärbasis ist, ne? Da ist doch, wo wissen Sie, wo man mit dem Auto reinspringen kann? Da ist da so ein Strand. Kommt denn da bitte hin? Wir sind unter diesen Zelten. Soll ich den Mechaniker dispatchen? Echt? Gerettet, wir sind gerettet. Ja, toll, wir sind gerettet und der René ist noch da draußen da. Ja, den holen wir jetzt. Tut doch mal was, holt doch mal Küstenwache, Panzerüberfallkommando oder irgendwas. Komm, die fliegen uns nach Hause.
So. Ja. Mal zur Erklärung. Unser Polizeichef war mit uns beiden da hinten. Waren wir aufs Meer und wollten angeln fahren. Dann ist das Wetter umgeschlagen. Ihr seht ja selber, was das für scheiß Wetter ist. Und jetzt ist er aus dem Boot gefallen. Jetzt finden wir den nicht mehr wieder. Jetzt versuchen die da mit dem Heli das nochmal zu regeln, ob die den finden. Nicht, dass er uns absäuft. Okay, machen wir weiter. Oder machen wir erstmal Schluss. Wir sollen hier mal chillen, Alter. Wir haben genug zu tun. Ah. Ein Scheißwetter. Wo treibt ihr euch denn alle rum hier? 300 Gramm. So. Hallo? Du kannst doch nicht sein, geh lieber heim. Ey, Leute, seid ihr bescheuert? Hab da mal. Weiß noch. Ja. Dein Auto hat mich fast umgebracht. Ja. Das Wetter bringt mich fast um. So, wir fahren weiter. Ich hoffe, ihr hau mich mal bitte. Das ist ja klar. Soll mich mal hauen? Warum? Weil ich fast tot bin. Jetzt fahrt heim! Kein Bock mehr in diese Scheiße hier. Boah. Geht's jetzt wenigstens an einen offenen Ort? Alter, das wird ja noch schlimmer. Es regnet so stark, ey, man sieht kaum was. Festhalten, anschnallen. Schon fertig. Übrigens, sie sind nicht angeschnallt, ich sehe das. Ich schnall mich mal an. Ey, man sieht nichts. Man sieht nichts. Überhaupt nichts. Der Regen ist so scheiße hart. Was stehen die hier? Die stehen nicht, die fahren. Du bist so schnell. Ja, aber wir schauen so. Klein, ich fahr nach Hause, ne? Nee. Fahr mich zum... Wenn du zufällig am FIB vorbeifährst, dann kannst du mich am FIB rauslassen. Kannst du mich beim Taxi-Ding rauslassen? Willst du denn beim Taxi-Ding? Lass mich einfach da raus. Danke. Was hat dir der Zaun getan? Der arme Zaun. Danke. Später. Ich werde bestimmt heute noch mal sterben. Ja, Entschuldigung, Herr Klein, aber das auch. Das ist halt. Das ist netter. So aua! Voll den Kopf an die Scheibe einschlagen! Oh. Boah, hier ist mal kein Regen. Oh, schon wieder Regen. Ja, auch nur weil... Alter, unter der Brücke war's. FIB Tower, ne? Ja, genau. Fahr mich mal dahin. Da wollten die, glaube ich, alle hin. Mal gucken, ob die da sind. War bestimmt Aussage von mir. Ja, genau. Da ist doch der ganze... Was ist denn hier los? Ja. Großraumversammlung. Ich werde gerade angerufen. Komm ich raus? Ja. Dann telefonier mal. Ich geh mal gucken. Meißler? Ich kann nicht laufen. Ah. Hallo?
Oh, wo sind die? Hallo? Hallo, hallo? 1, 2, 3? Hallo? Ah, jetzt. Hallo. Jetzt höre ich dich wieder. Ich und Klein sind beim FIV Tower. Okay. Ja, wäre cool. Kannst du zum FIV Tower kommen? Nee, ey. Ja, doch hast du das, ein FIV Parkplatz. Da war ich schon, weil deine Leute haben sich da umgebracht. Ja, halt hingefallen. Ja, dann lass uns bitte stehen. Ja, dann mach's. Aber lass ihn bitte nicht einparken oder so, vertrau dir da. Gut. Geil. Boah, blendet hat durch das Licht. Gut, dann darf er nutzen. Jo, jo, ciao. Hiller ist im Support. Frank Martini? Was? Frank Martin? Frank Martin. Herr Klein? Ja. Rest in Peace. Was? Rest in Peace. Rest in Peace? Noch nicht gefunden? Ruhe in Frieden. RIP. Beziehungsweise. Hä, hey, aber wo sind die? Keine Ahnung. Hier, die ganzen Autos sind hier. Sind die irgendwo? Oh, alles Wetter, ey. Warte mal, wer ist denn das? Vielleicht kennen Sie irgendein Auto? Ich kenne das von Herr Kostloff. Warten Sie mal. Ich rufe den Herr Kostloff mal an. Vielleicht weiß der mehr. Tür hält nicht. Okay. Wo ist denn das Kostloff? Vom Moor hat einen Notruf abgesendet. Dimitri Kostloff. Klein. Hallo. Hallo. Kommt ihr denn jetzt alle her? Aus dem FIV Tower. Ah. Leider so vermissen wir den Herrn Hiller. Ja, ich weiß. Ja. Habt ihr immer noch nicht gefunden? Nein, wir suchen gleich. Ja, wir sind ein Tauchtrupp. Wir gehen den suchen. Okay. Ja, irgendwas muss passieren da. So ja. Geht das nicht. Wenn Sie ihn finden, ne, rufen Sie mich an. Machen wir. Ich komme sofort. Weil wir sind gerade so wenig Medics im Start. Wir haben Daueraufträge durch den Sturm. Ja. Wundert mich nicht. Ich muss in Bereitschaft bleiben. Aber Herr, uns geht's gut. Also wir waren mit Herr Fischer und Herr Klein auf dem Boot.
Wir haben den auch nicht gefunden und wir haben auch schon getaucht, so ein bisschen ohne Tauchgeräte und so. Haben ihn nicht gefunden. Ja, okay. Ja, wir tauchen gleich mit Tauchgeräte. Okay. Mit einem großen Trupp. Ich glaube, 6 Leute sind wir. Oh. Ja. Und wir suchen dann einmal. Obwohl, ich würde gerne Medic geben. Küstenwache kommt auch? Das weiß ich nicht. Ich denke mal schon. Ja, Gott sei Dank. Ich würde gerne Da sind ja ausgebildete geben. Leute, die... Wir sind noch 2 Medics. Und ich kann keinen mitgeben, weil wir haben so viel zu tun. Nee, alles gut, alles gut. Ja, mit Defibrillator und sowas haben wir ja auf im Helikopter und Boden und so ist alles da. Ja, im Notfall ruft er mich an. Wenn ich gerade Zeit habe, schicke ich einen her. Oder ich komme. Ja, alles klar. Ey, gerade ist mal ganz kurz ruhig, aber das geht sofort wieder los. Wenn wir den Herrn Hiller finden, der ist schon so lange unter Wasser. Da ist alles zu spät. Vielleicht haben wir ja Glück, dass der noch irgendwo an einer anderen Insel angespült worden ist, oder weiß der Kuckuck. Ja, oder auf jeden Fall nicht, oder irgendwas. Aber nichts uns versuchen lassen. Vielleicht treibt er irgendwo mit einem Stück Holz rum und keine Ahnung. Ja, drum. Nee, versucht das auf jeden Fall nicht. Mach bloß, was er könnt. Ja, wir fliegen mit 2 Helikoptern, Tauchtrupp. Wunderbar, prima. Aber bei diesem Wetter ist es auch für uns natürlich dann ziemlich gefährlich da draußen, ne? Ja. Ja, ich bin ja auch gerade mit dem Herrn Tell vor dem Heli gewesen, den ganzen Blitz, und dann tschupp, weg war ich. Also pass auf, also die Straßen, die sind so glitschig, ey, wir sind gerade hoch noch wieder nach Sandy Shores gefahren mit dem ja kleinen und Boring wegen in Einsatz, und das ist so rutschig, man rutscht einfach weg. Komm, sehr Tempo. Jo. Oh Mann, ey, was ein Scheiß. Nee, hoffentlich kommt er wieder. Kommt irgendwo her, Hela, ey, der würde mir so fehlen. Ach, Scheiße, ey. Oh Gott sei Dank. Oh, die Scheiße ist vorbei. Oh. Boah, guck mal hier, wie das Wasser steht. Einen halben Meter hoch. Alter Verwalter. Boah, jetzt habe ich gerade mit Doppel-T, okay. Na gut. Mama jetzt. Scheiße. Aber jetzt, ich kann hier nicht einfach so rumstehen hier und gucken und warten, und wir müssen auch was tun, oder? Wir müssen ja auch was dazu beitragen, oder Herr Klein? Ja, aber wie willst du denn, kannst du jetzt den, das sind ausgebildete Leute, die wissen, was zu tun. Wir würden da nur, ich glaube, wir würden dann auch mal einen Tauchschein. Ja, taucht nix. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo du anfangen soll. Lass mal die Leute, die kennen sich aus mit den ganzen Strömungen und alles, die wissen, wo sie suchen müssen. Hoffentlich. Dem gehört ein Nattauto. Oh Gott. Scheibe kaputt und alles schwimmt drinnen, na wunderbar. Ah, Scheiße. Das ist teuer. Bei Bennys ist alles unter Wasser. Wo habe ich verliert? Ja. Wollen wir mal gucken. Ja, hier wird es auch schon langsam wieder trocken, wa? Ja. Aber lassen wir erstmal zum Autohaus fahren. Ich brauche jetzt ein bisschen Entspannung. Ich muss mich mal ein bisschen. Die Kaffeemaschine sollte noch laufen, ey. Ja, nicht, dass die Hütte abgebrannt ist. Ja, das fehlt jetzt. Das fehlt jetzt noch, Blitz eingeschlagen oder was? Hä? Was ist nur los? Na, ist egal. Hallo? Boah, ist das glatt. Ja, die suchen noch nach Heller. Die sind jetzt mit einem Spezialtrupp unterwegs. Ja,
Der kleine Druck ist aber auch so du, wo der merkt, was shit tuning ist. Das Ding schafft 300, ne? Jetzt meinst, siehst du, was ich glatt meine, ne? Mhm. Macht Spaß. Ich liebe diese Karre, ey. Ich bin der Einzige, der sie fährt. Normal schafft die 180. Chip-Tuning 300. Frau Winter hat ein Dispatch abgesendet. Fahren Sie mal hoch zur Route 68-Werkstatt. Ja, dann fahr du dahin. Ich muss erstmal hier meine Sachen regeln. Ach so. Ich hab ja noch einen... Oh. Wer war das denn? Ach ne, ein Roller. Der hat sich auch schon erledigt. Ist der abgebrannt? Der ist abgefackelt, ne? Oder? Ja. Ja. Abgefackelt. Bis gleich. Microphone activated. Microphone muted. Und Chucky Gillies, Post ab hier. Ist die Tür offen?
Mach mal die Musik für arme Leute aus, ist ja schlimm. Was geht's noch? Ist heutzutage in, ne? Ist heute in. Was denn? Die Musik ist heutzutage in. Es ist in. Das ist nicht in, das ist einfach nur... das sind einfach Leute, die nicht singen können. Ja. Ich kann das auch. Mein Autohaus ist jetzt auf. Alle sind jetzt hier. Und wollen ein Bier und ein Auto. Aber ich scheiß euch was. Mach mal weiter, dann mach die Musik nämlich auf. Hä? Was ist los? Was? Was denn? Mach mal die Musik mal eben, machen wir nochmal. Guck mal, der macht grad, er sucht doch nach. Machen wir nochmal. Der Klein? Ja. Sie kennen doch noch den Fuso, ne? Was für Fußdings? Den Fuso. Den Fuso, ja. Den kleinen. Den er gekauft hat. Der da steht. Ist er kaputt? Ja. Ich hätte auch gerne einen. Ach, Sie hätten auch gerne einen. Genau. Siehst du, ja. Hab ich auch gedacht. Boah, die Karre ist geil, Alter. Das Auto ist sehr gut zum Driften, muss ich zugeben. Mhm. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, weil es sehr viel passiert. Ich muss auch erstmal gucken, dass ich wieder hier rumkomme. Okay. Ja, ich war der Herr Fist hat mich nämlich angerufen. Der hat sich ein Boot gekauft. Oh, ich kann mich verzeihen. Und da hat er den Herrn Hiller und mich dann eingeladen auf dem Boot und dann ist das Wetter ja so ganz böse umgeschlagen und jetzt ist der Herr Hiller weg. Oh Gott, was heißt das jetzt? Er ist über Bord gegangen, die sind jetzt mit Küstenwache, mit einem Tauchtrupp, mit Hubschrauber, sind die den Versuchen am zu finden. Aber ich habe da kein gutes Gefühl bei. Was? Kann ich mir damit helfen? Nee, ich denke mal, wenn wir da noch zwischenfunkeln, dann würden wir mehr stören als helfen. Das bringt nichts. Lass die Leute mal ihre Arbeit machen Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Wetter, der kann, wer weiß wo kann. Die Strömung ging von da nach da nach da. Ich weiß nicht, wie oft ich aus dem Boot rausgefallen bin. Konnte aber immer wieder reinklettern, mit Glück. Ja, das konnte man ja nicht wissen, dass auf einmal kein Gewitter drauf war. Dann kam der Herr Telford mit dem Hubschrauber, hat uns abgeholt, dann sind wir übers Meer geflogen und haben gesucht und dann sind wir wieder zurück in die Stadt und dann gab es nur einen Blitzschlag und zack war ich aus dem Hubschrauber raus, bin hier runtergeknallt. Oh Gott. Boah. Sonst geht's mir gut? Ja, mir geht's jetzt. Der Meißler hat mich wieder zusammengepflegt. Neue Teammusik, ne, für sein Auto aus hier. Voll geil. Echt? Ja, du hast ja neue Teammusik hier für dein Ich hab ein Autohaus und da schmeiß ich alle raus, basta. Wir gehen einfach raus. Umf. Klein. Ja. Wollen Sie mal. Der Tim, der kann super singen. Der hat vorhin am Telefon schon gesungen. Ehrlich? Sing doch mal. Ja, mach mal. Hat die Tonic-Hymne gesungen. Ja, komm, lass, leg hin. Komm, jetzt, hier. Ich geb den Takt vor. Fang an. Ja, okay, warte. Warte, ich hol mal kurz meine Blockflöte raus, warte. Ja, okay. So, okay. Oh Gott. Hilfe! Bloß weg hier! Bist du geisteskrank? Du vergraust mir alle Kunden, Kerl! Was ist hier mal diese Tour da? Sorry. Tim, du kannst aufhören. Wir haben's gehört. Aber da war schlecht. Aber gleich war weit. Oh Mann, das kostet. Okay, er hat sich gerade warm gemacht. Ja. Ich hab mir nur warm gemacht. Aber wenn es euch schon reicht, dann okay. Steinhartes Publikum hier. Also, willst du jetzt ein Foto kaufen hier?
Ja, gerne. Aber wir schauen jetzt mal wegen kleinen. Genau, wegen Kleinwagen, ne? Ja, das ist ein Kleinwagen. Nein. Er möchte den Foto haben. Ich hab's mir aufgeschrieben. Jawohl. Sehr gut. Meine Frage. Nur mal so gefragt. Kennen Sie vielleicht das Auto? Das heißt R. Reuner oder so. Wie hieß das Team? R-U-H-I-N-I-E-R. Nein. Nur mal wissen, was die Preisklasse ist. Nur das. R-U-H-I. Nee, da ja, macht genau. Er schon. R-U-H. Auch nicht. I-N-I-E-R. War das wirklich mit H? Was? War das mit H? Ich glaube, warte mal. Ich habe das Gefühl, das war nicht mit H. Warte mal. Ich komme nicht drauf. Ich meine auch, da war irgendwas. Rui. Okay. Ich glaube, das war das. R-U. Röner. Ja, genau. Röner heißt er, ne? Ja, es gibt zwei Sachen. Genau. Gibt es, glaube ich, zwei, ich kenn, oder? Ich sehe hier nur eine meiner Liste jetzt erstmal. Okay. Dann nur mal das. Der ist so alt, so, ne? Der ist ein etwas älterer. So, also ich habe jetzt hier nur die Preisliste geguckt. Müsste ich mal eben hier in der Fahrzeugliste gucken. Genau, weil den will ich nämlich auch kaufen. Ja, da gibt es zwei. Den zweiten habe ich aber hier nicht in der Preisliste mit drin. Das kann Nein. nämlich sein, okay, dass okay. der... Der zweite ist nämlich, der hat Waffen. Lass mal gucken. Ach, der ist bewaffnet. Ja. Aha, okay, dann ist deshalb, klar. Deshalb dürfen wir den nicht verkaufen. Okay. Der erste, den kann ich ihn verkaufen. Wie kostet der? Oh, der kostet 42.000. 42.000? Ja. Also das heißt, okay, ja, ich nehme mal zuerst ein Foto. Der reicht auch. Den möchten Sie jetzt haben. Sie möchten den Foto ja. und Sie den Röner. Noch nicht, noch nicht. Ich habe noch nicht das Geld. Aber er will doch Strand sparen. Ja, ich will sparen. Ich wollte erstmal wissen, dass zu viel ist. Ja, dann überlegen Sie mal. Passen auf, dann überlegen Sie sich das noch und ich hole schon mal den Foto. Jawohl. Okay, genau. Machen wir das so, ja? Super. Jawohl, genau. Der Foto kostet 22.000, ne? Immer noch. Bitte? Der Foto kostet 22.000 immer noch. Moment, ich guck mal eben nach, bevor ich was Falsches sag. Schon. 22, ja. Okay. Julius, ich sag hier aber meinen erstmal oben, ne? Wegen dem Kopf. Was machst du? Ich sag hier meinen erstmal oben wegen dem Kopf, okay? Ich weiß nicht, ob der Gebrauchtwagenhandel offen hat. Ich glaube, der hat noch einen vollgetunten da. Habe ich letztens gesehen. Der, wie heißt er wieder? Ist zu? Der Jung, ja, ich weiß. Der Jung? Ja, ich weiß, ich glaube, der ist nicht da. Das ist doch okay. Ja, wir sowieso einen neuen. Aber der ist der Beste. Neu ist immer der Beste. Ja gut. Gut, dann hole ich das Auto, Sie suchen sich aus. Und womit kann ich Ihnen helfen, Herr Koffi? Ich wollte zwei Autos haben. Habe ich vorhin schon mal hier. Ja, genau. Das war jetzt, tut mir leid, das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander mit dem Herrn Hiller da. Der Unfall. Das ist jetzt ein Riesenchaos. Und das, vor allen Dingen das Wetter vorhin, das war ja nicht abzu. Sie wollten aber keine Polizeifahrzeuge, ne? Nee. Ja gut, alles klar, wollte ich nur wissen, sonst. Dann mache ich eben die und dann machen wir das nachher in aller Ruhe. Dass die zwei dann weg sind, dann haben wir ein bisschen Zeit. Ich hol mal eben schnell den einen und dann gucken wir mal, ne? Alter, jetzt ist schon mal Zettel schon wieder durcheinander. Ach, da. Oh, Kopfschmerzen. Scheiße.
User joined your channel. Microphone activated. Autohaus ist schon wieder. Autohaus.